Willkommen zurück zu City Car Driving. Hier ist wieder Fabi. Und für die Version 1.4 gibt es noch einen Mod, den ich richtig geil finde. Und der hat auch schon so ein bisschen Kultcharakter, dieser Mod. Und es ist kein, modernes Fahrzeug, sondern es ist schon eher ein Youngtimer. Und ich zeige euch mal, was ich meine. Nämlich den Volkswagen Golf 2 GTI 16V. Frontantrieb, 5-Gang Schaltgetriebe, 137 PS, 1,8 Liter Hub, 208 Spitze, 8,5 auf 100. Der wurde ja so, Mitte der 80er bis Anfang der 90er gebaut, bis dann der Golf 3 halt rauskam. Und ich finde dieses Ding schon auch irgendwie ist er Kult, der Golf GTI. Jo. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was der kann. Wir haben logischerweise dem Baujahr des Fahrzeugs bedingt kein ABS und Automatik gab es damals auch nicht für den Golf GTI. Das heißt, ich muss mal wieder die Schaltung von meinem Logitech G27 verwenden. Und die Kupplung natürlich auch. Das hier lassen wir wieder alles so, damit uns auch mal wieder ein paar Fahrzeuge auf unserer Spur entgegenkommen. Und Geisterfahrer gibt's auch, die sind mir zum Glück noch nie begegnet, aber ja, zum Glück, denn ihr wisst ja, wie ich die Fahrzeuge teste. Da sind auch mal 300 auf der Autobahn drin, ne? So, also die Ladezeit spare ich euch wieder und wir sehen uns gleich auf dem Parkplatz hier mit dem Golf GTI. Hier sind wir schon wieder mit dem Golf GTI 16V. Golf 2, logischerweise. 16V nochmal für alle, die jetzt fahrzeugtechnisch nicht so versiert sind von euch. 16V bedeutet einfach, dass er 16 Ventile an den Zylinderköpfen hat. Das war also auch, so Mitte der 80er kam das mehr oder weniger neu auf, dass die Motoren eben 16 Ventile hatten und dadurch, effizientere Einspritzanlagen. So, ja, vom Aussehen her passt das. Das ist halt Golf 2. Sieht man heute noch eigentlich selten so gut erhaltene Golf 2, aber sie werden immer weniger auf unseren Straßen, was ich schade finde, weil das waren echt coole Autos. So, als Nachfolger für den VW Käfer. Wir gucken einfach mal, lassen mal den Motor an. Der springt auch schon etwas schwerer an. Das finde ich auch geil. Blinker. Gehen. Scheinwerfer gehen auch. Ja, dann können wir ja gleich mal innen drin gucken. Das normale Golf 2 Interieur ist das hier. Sehr spartanisch, so war es halt in den 80ern in den Autos. Und wir hören mal kurz, was der Golf so von sich gibt. Finde ich ein bisschen hardcore für die 1,8 Liter Hubraum, die er hat. Was, 50.000 Kilometer ist er erst gelaufen, das ist ja auch gut. Dann ist er ja noch sehr gut erhalten. Jetzt sagen wir, schnallen uns einfach mal an. Lösen unsere Handbremse und ich muss jetzt mal wieder von Hand schalten. Na toll, ob das was wird. Oh Gott. ABS hat er nicht, wie gesagt. Auch mit dem kleinen alten Golf GTI werden wir uns erstmal auf den Weg zur Autobahn machen. Und werden mal gucken, was er dort so auf den Asphalt bringen kann. Auch die Scheibenwischer sind am Funktionieren. Habe ich immer gern, wenn das bei einem Mod ist. Da können wir noch abbiegen hier.
Ja, was ist jetzt mit euch hier? Der dreht einfach auf der Kreuzung um. Man merkt, dass dieses Spiel doch irgendwie aus Russland kommt. Ich habe jetzt nichts an sich gegen Russen, sondern eher gegen ihren Fahrstil. Das ist das Problem an der Sache. So, Straße ist frei. Ups, ja, das war mal wieder... Fabi muss mal wieder kuppeln, das, ja. Dann gucken wir mal, was wir hier mit dem kleinen Golf auf der Autobahn machen können. Sieht ja schon cool aus hier. So, fädeln wir uns erstmal in den fließenden Verkehr und dann geben wir mal Gummi. Keine 300 damit fahren kann, aber... Auch bei 150 kann man seinen Spaß haben. Ach du Scheiße! Warum ist der jetzt plötzlich ausgebrochen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum der Golf jetzt auf einmal ausgebrochen ist. Das war jetzt nix. Jetzt versuchen wir mal hier einen schönen Senkrechtstart hinzulegen. Das war vielleicht ein bisschen viel. Okay, da merkt man dann halt doch, dass er nur 140 PS hat, aber... Das Geile am Golf ist halt, der hat nur... Geil. Ey, das hat hier noch kein Auto in dem Spiel gemacht. Das macht ja richtig Bock. Wollte ich eigentlich schon öfter mal fahren in dem Spiel, aber irgendwie haben das die Autos nie hergegeben, nicht mal die Hecktriebler.
Auto macht echt richtig Spaß. Gut, bei 3000 Touren fehlt ein bisschen hier der Bums. Wendet man? Nee. Parken wir mal hier, würde ich sagen. Neben diesem, ja, Vierer-Golf. Da macht er sich, glaube ich, ganz gut, unser kleiner alter Zweier. Wie habe ich denn wieder geparkt? Rückwärtsgang. So. Ich wollte nicht in diese Pfosten da reinfahren. Weil ich finde dieser kleine alte Golf 2, der macht so richtig Spaß. Vor allem, wie der sich in den Kurven verhält, das macht echt Freude. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge City Car Driving genauso gut gefallen wie mir. Und ja, ihr seid dann bei der nächsten wieder dabei, wenn ich euch einen neuen Mod vorstelle. Und bis dahin sage ich ciao.